Willkommen zurück hier zu Gothic. Ich habe hier noch mal ein bisschen rumprobiert und ich habe festgestellt, wenn ich die Springtaste drücke, dann peilt er so ein bisschen an, ob er nach oben springen kann. Bisher habe ich halt immer nach die Springtaste gedrückt und dann sofort auch gleich einen Pfeil nach vorne zum Springen. Und ne, jetzt zum Beispiel habe ich gerade die Springtaste gedrückt und er hat nicht angepeilt. Jetzt zum Beispiel peilt er nach oben und dann drücke ich nach vorne und dann springt er da auch hoch. Und dann funktioniert das auch. Und dann ist es nicht schlimm, dass es da unten zu schräg ist, weil ich kann hier einfach hochspringen. Und damit kann ich hier einfach weiterklettern. Und das klappt so nicht. Das könnte klappen. Hui, da stehe ich aber lustig. Dann laufe ich mal gemütlich lieber. Oh, und da ist ein altes Buch. Sehr schön. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier der höchste Punkt im gesamten Spiel, den man auf legalem Weg oder zumindest auf vorgesehenem legalen Weg erreichen kann und soll. Von daher passt es schon mit der Aussicht. Wenn es nicht so dunkel wäre, wird man es auch sehen. Ich habe gerade ein altes Buch gefunden und suche das gerade. Chromanin hat 2 heißt das dann, okay. Na denn, Chromanin 2. Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mit die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Was geteilt wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Gezeiten? Klingt nach Wasser, oder? Also ich finde Gezeiten klingt nach Wasser. Kann ich denn jetzt... Okay, das klappt nicht. Mit dem nach unten... kontrolliert nach unten lassen. Aber egal, das funktioniert ja auch so relativ gut. Hui. Fast. Fast runtergefallen. So viel dazu. Funktioniert ganz gut. Und Wasser geteilt und dann wieder zusammen. Das klingt für mich nach dem Fluss, den ich vorletzte Folge... durchschwommen habe. Der kürzeste Weg dorthin ist, glaube ich, auch der Weg, den ich hierher genommen habe. Oder kann ich auch hier runter? Nee. Das klappt, glaube ich, nicht. Wo käme ich denn da hin? Ah, da käme ich da hinten hin. Aber ich möchte zu dem Fluss... Ach ja, genau, das sieht man sehr wunderbar auf der Karte. Der Fluss direkt nördlich des alten Lagers. Den meine ich. Der wird ja dann so geteilt von links nach rechts und fließt dann wieder zusammen. Oder ist es andersrum? Nee, er fließt, glaube ich, von links nach rechts, von Westen nach Osten. Und fließt dann wieder zusammen. Und weil mir das gerade zu blöd ist, trinke ich mal wieder einen Trank der Geschwindigkeit. Tue ich nicht? Tue ich doch? Tue ich doch. Sehr gut. Hä? Was? Warum genau klappt das nicht? Sag nicht wegen der Fackel oder so. Fackel, Fackel, Fackel. Fackel. Jetzt! Ah, ohne Fackel funktioniert's. Interessant. Hoffentlich ist es nicht zu dunkel für YouTube. Wobei, ich habe letztens gesehen, dass es auf YouTube scheinbar sogar ein bisschen heller durchkommt als hier live bei mir. Von daher ist das, denke ich mal, kein Problem, weil ich ja gerade hier echt zurechtkomme. Ich denke, ihr werdet genug erkennen. Ja. Ich laufe jetzt dahin, um Chromaninband 3 mir zu besorgen. Und ansonsten, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, oder? Ich weiß nicht. In Gothic 2, ja, ich kann mal ein bisschen über Gothic 2 erzählen. Ich habe in den letzten Tagen versucht, Gothic 2 bei mir zu installieren. Und das klappt halt leider nicht, wegen diesem beschissenen Kopierschutz. Ich habe die Original-CDs von damals... Aber weder unter Linux noch unter Windows erkennt dieses blöde Installationsprogramm das als Original-CD. Bei Gothic 2 ist es so, es installiert alle Dateien und am Ende kommt eine Fehlermeldung. Und wenn man die einfach mal gemütlich ignoriert und nebenbei den Ordner, wo man es hin installiert hat, wegkopiert oder umbenennt und danach die Fehlermeldung wegklickt, dann ist alles okay. Dann hat man den Ordner mit allen Dateien wegkopiert und es funktioniert, man kann das Spiel starten. Wenn man das nicht tut, dann sind danach nur noch die Savegames da.
weil er dann, nachdem man die Fehlermeldung quittiert, alles löscht. Im Gegensatz dazu tut aber die Erweiterung, die Nacht des Raben, die meckert gleich am Anfang, wenn man die Installation starten will, rum, dass da die CD nicht die richtige sei. Und dementsprechend kann man das halt leider nicht installieren. Wie gesagt, ich hab alles versucht. Ich habe die Original-CDs von damals. Er meckert rum wegen irgendeinem IDE-Treiber. Ich fürchte, dass ich entweder... nee, Moment, stimmt gar nicht. Ich habe hier noch den alten Rechner mit IDE-Laufwerken. Wenn es daran läge, müsste es mit dem ja auch funktionieren. Ich fürchte, ich müsste mir irgendwie ein altes Windows oder so besorgen, um es darauf zu installieren. Wie gesagt, sobald man die Dateien hat, kann man die wegkopieren und man kann das Spiel danach ausführen. Das ist dann kein Problem. Ich müsste es halt nur mal installiert kriegen. Oder ich schlage halt irgendwie auf GOG oder so zu oder auf Steam. Und da ist ja das alte Buch. Investiere ein paar Euro und kauf mir das Spiel halt nochmal. Was ich eigentlich nicht will, was ich ärgerlich fände. Aber gut. Ich habe das Buch gefunden. Oh, ihr Götter der alten Zeiten. Kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig, solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Okay, das ist der nächste Teil des Rätsels. Ich schätze mal, also Moment, Fischer? Fischer gibt es doch... Gibt es Fischer im Sumpflager? Nee, ne? Die haben doch alle nur dieses komische Sumpfkraut angebaut, um Handel zu treiben. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die einzigen Fischerhütten... genau... hier, im neuen Lager. Und bevor ich dahin gehe, speichere ich definitiv nochmal ab. Teleport Wassermagier. Na dann, los geht's. Moment, stopp. Stopp, 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 stopp. Bevor ich das mache, einen Sprinttrank. Und kurz checken, kann ich sprinten? Ja, ich kann sprinten. Sehr gut. Jetzt. Wie schön, dass man auch... sind die nicht mehr sauer auf mich? Sind die mir nicht mehr... Ah, verdammt. Doch. Nefarius hat gerade gezaubert. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht sein normales ich mache hier rum und sehe cool aus Gedöns war. Das kann natürlich auch sein. Da es mich stört, dass hier alles gerade nachts stattfindet, bin ich mal so frech, mich mitten im neuen Lager einfach mal eine Runde hinzulegen. So, weiter geht's. Ich bin gespannt, ob das echt Minuten sind oder Ingame-Minuten. Es sind Echtzeitminuten. Ist ja lustig. Genau. Die Fischhütten sind, glaube ich, da gegenüber. Das heißt, ich schaue mich mal hier so ein bisschen um. Gegenüber von den Fischhütten quasi. Ach ja, genau. Gothic 2. Naja, wie gesagt. Ich kann es halt nicht installieren. Es gibt die Möglichkeit, das irgendwie manuell zu installieren. Aber dann brauche ich halt immer noch die CD, um es zu spielen. Und dann erkennt er halt immer noch nicht, dass ich die originale CD habe. Das heißt, selbst wenn ich ihn hinbekäme, das Spiel zu installieren, würde er die originale CD verlangen. Also mein Problem ist tatsächlich, dass dieses beschissene Spiel einfach nicht erkennt, dass ich eine originale CD besitze und im Laufwerk habe. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich halt irgendwie sehe, das noch zum Laufen zu kriegen, ist entweder einen alten Rechner reanimieren, was ich irgendwie blöd fände, weil der sicher nicht leistungsfähig genug ist, um Gothic aufzunehmen oder Gothic 2. Oh, hier ist die Barriere. Kann ich da hoch? Nein, schade. Oder halt mir eine digitale Version zu kaufen, die... ohne CD funktioniert, die keinen Kopierschutz hat, oder zumindest keinen auf CD basierenden Kopierschutz.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich habe damals wirklich viel Geld ausgegeben für Gothic 2. Das habe ich mir relativ neu gekauft. Das waren schon um die 50 Mark oder so. Plus Erweiterung nochmal 30 Mark oder so. Das ist hier halt so ein blöder Kopierschutz. Mir letzten Endes, das ist glaube ich ein Grafikfehler. Mir so ein dämlicher Kopierschutz das Spiel kaputt macht. Das finde ich blöd. Das sollte so nicht sein. Okay, hier ist ein Fisch. Gegenüber ist der Wasserfall. Vielleicht muss ich da hoch. So ein dämlicher Kopierschutz. Ich finde das traurig, dass da mal, dass die Entscheidung der Entwickler damals für einen Kopierschutz, um irgendwelche Kopien zu umgehen oder zu verhindern, letzten Endes dazu geführt hat, dass ich als legaler Nutzer und Käufer dieses Spiels das halt heute nicht mehr spielen kann. Das finde ich traurig. Oder gibt es noch woanders Fischerhütten? Weiß ich gerade gar nicht. Aber nee, das ist schon hier gegenüber, ne? Komme ich da hoch? Ich glaube ja nicht. Nein, da komme ich nicht hoch. Moment, ich lese noch mal eben in das Buch rein. Chromanin 3. Nein, nicht wahre Macht. Chromanin 3. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. So. Ach so, es könnte natürlich da oben sein. Niemand sagt, dass es direkt am See sich befindet. Oder es liegt vielleicht halt auch im Wasser drin. Hey Jungs. Die sind mir lustigerweise nicht sauer, im Gegensatz zu den Wassermagiern. Dann müsste ich hier durch. Wie komme ich hier durch? Da komme ich drüber, oder? Ja. Wunderbar. Hier oben meine ich. Hier oben könnte es ja sein. Weil hier bin ich ja auch gegenüber der Fischerhütten, aber nein. Ich sehe auch hier kein Buch. Das ist schade. Ich frage mich, ob ich da drüben doch noch irgendwie hochkomme. Was ist denn da drüben? Das Buch. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich hier oben noch mal ein bisschen um. Es gibt ja eh noch mal eine Stelle, zu der ich auch gehen wollte, die mir relativ früh im Spiel aufgefallen war. Vielleicht führt die ja tatsächlich dahin, wo ich jetzt das Chromanin finde. Die habe ich damals nur offscreen erforscht. Und dann kam ich irgendwie auch nicht wirklich weiter. Und zwar das hier. Oder war ich da im Let's Play? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Aber könnte ja sein, dass das dann hier rüber führt. Hier das Buch irgendwo? Nö. Kommt von da überhaupt hoch? Sieht gerade nicht so aus. Ah! Doch? Nee, doch nicht. Schade. Oder? Nee, da komme ich nicht hoch. Wenn dann hier, wo es am tiefsten steht, aber. Nee, wie war das? Alt drücken und dann gucken, ob er hochguckt. Nee, er guckt nicht hoch. Das heißt, hier komme ich leider auch nicht hoch. Gut, dann bin ich halt gerade ein bisschen überfragt, wo ich dieses dritte Buch finden kann. Joa. Ey, ich und mein Fallschaden. Das ist recht unglaublich. Gut. Ich schaue mich hier wieder so ein bisschen um, ne, wie beim letzten Mal. Und beim nächsten Mal finde ich dann ganz bestimmt dieses letzte, oder vorletzte? Ich weiß es nicht. Ein Buch hier, finde ich, und dann geht's bestimmt weiter. Genau, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.